Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Freelancer. Eine neue Aufnahmesession ab heute wieder am Start zu diesem Spiel aus dem Jahre 2003. Wir sind Addison Trent als Freelancer unterwegs und in der letzten Aufnahmesession ja mit Juni am Start gewesen, mit Junko Zane von der Liberty Security Force. Wir haben uns ein bisschen mit Rheinländern gekloppt und haben erfahren, dass es wohl Verräter in der LSF gibt. Mehr dazu wissen wir nicht, und ich habe in der Pause mal ein bisschen Kohle verdient, dass wir zur nächsten Stufe aufgestiegen sind. Stufe 7 heißt, jetzt müsste es eigentlich mit der Story weitergehen. Ich bin gespannt. Ansonsten, unser Schiff habe ich mal nicht verändert. Also da ist die Bewaffnung und die Ausrüstung unverändert zur letzten Aufnahmesession. Trent, hier Juni. Da ist was im Busch. Ich brauche Ihre Hilfe. Wir treffen uns auf Manhattan. Auf Manhattan? Ach du Schande, das ist ja ewig weit weg. Ja, das ist auch wieder so ein Kritikpunkt. Ne? Wir sind ja schon mal kurz drauf eingegangen. Entschuldigung, ihr habt gerade ein bisschen, ne, eine leichte Erkältung. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Ja, da kratzt es halt auch mal ab und zu im Hals. Also da bitte ich einfach um Verständnis. Ja, also wir waren ja beim letzten Mal hier im System California, hier bei der Forschungsstation Willard. Da haben wir Schluss gemacht und jetzt zurück nach Manhattan. Also Juni ist wohl mal ohne uns losgeflogen. Das ist witzig. Und ja, diese Travel-Geschichten hier mit diesen Handelsrouten, also diese Reisenummern, ja, das zieht sich hin, das habe ich schon festgestellt. Und also ich konnte bis jetzt kein wirkliches Muster erkennen, wann denn hier Rogues unterwegs sind und wann nicht. Habe Ziel ausgewählt. Bin im Anflug. So, witzigerweise, sobald die auf uns ballern können, schießen die auch auf uns, ne? Also egal, ob wir da sind oder nicht. Also wenn die Rogues da sind und sie sehen uns auch nur auf 5 Kilometer, dann sind sie sofort bei uns am Heck und wollen uns ans Leder. Aber ich, haben wir dann irgendwie gar nicht mehr drauf eingelassen, wenn mir das zu blöd war. Genauso wie wenn die Handelsroute sabotiert ist, sondern ich mache dann die Biege, weil das kostet einfach bloß sinnlos Zeit und man gewinnt dadurch ja nichts. Man bekommt ja auch keine Abschussprämie oder sonst irgendwas. Okay, ja klar, man kassiert vielleicht ein bisschen Loot, wenn man sie abknallt und so. Also jetzt speziell Nanobots und Schutzschildbatterie und so. Und ich habe letztens sogar ein bisschen Treibstoff gefunden. Das fand ich auch witzig, mir das Zeug ist richtig was wert. Also da winkt noch mal Asche. Aber es ist einfach bloß nervig, Freunde, ganz ehrlich. Es ist einfach bloß nervig. Andocken. Und deswegen, weil ich denke, wenn wir hier so am Fliege sind und jetzt so, ja, eine Hin- und Herreise haben, also so Travel-Dingens, dann, wenn ich da jetzt nicht auf Gedeih und Verderb hier zu Klopper anfange, sondern ich will schauen, dass wir halt zügig dann der Story folgen. Ne? Also ich hoffe, das ist dann auch in eurem Interesse. So, jetzt müssten wir, glaube ich, schon in New York sein. Also im System New York. Ja, genau, das haben wir auch schon. Jetzt geht's in Richtung West Point. Anschnallen, Ladies. Unser Ziel ist System California. So, West Point. West Point war da nicht die Militärakademie. In West Point muss ich gerade überlegen. Ich glaube schon. Lösen wir uns das Ganze. Ja, genau, hier die Militärakademie, stimmt. Also allzu weit ist es nicht mehr. Das geht zum Glück recht flott. Außer jetzt wird wieder die blöde Handelsroute sabotiert. Ich will nichts sagen, gell, aber mich würde es nicht wundern. Ne, okay, diesmal nicht. Da vorne ist ja auch schon die Militärakademie. Haben wir Glück gehabt. Also eine Handelsroute noch und dann sind wir auch schon da. Ja, da bin ich mal gespannt, was die Juni da zu erzählen hat. Ob sie was rausgefunden hat wegen den Verrätern in der Liberty Security Force, in der LSF. Hat sie ja auch ein bisschen erzählt, ne, dass ihre Kontakte da alle verhaftet wurden und so. Also, komische Geschichte. Andocken. Zur Andocke, jetzt komm, auf geht's. Ja, sag mal. Ich hab doch gesagt, Andocke, bist du blöd? Was machst du denn nicht? Hm? Das glaube ich dann. Bestätigt, Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Na, nix. Nix, Andocke. Arsch auf Zeit, ich will doch nicht an den blöden Militärstütz von Lampen. Ich will hier, verstehst du, eine Handelsroute, da will ich. Andocken. Also, geht doch, meine Herren. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens herausgefunden, dass man auch in die Cockpit-Ansicht wechseln kann. Sieht dann so aus, also nicht mehr diese Ansicht vom Heck aus, sondern hier wird einem wirklich die
Cockpit an sich suggeriert, auch wenn jetzt die Konsolen nicht unbedingt toll abgebildet sind. Also man sieht halt hier aus dem Fenster und das war's, ne? Aber gut, also ich denke, ich werde mal das eine oder andere Gefecht mal aus dieser Perspektive machen, einfach mal, um einen Vergleich zu haben. So, und das Ganze ging jetzt störungsfrei, bin ich echt überrascht. Planet Manhattan, das haben wir schon. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht die eine oder andere Klopperei erleben, aber naja, ich will mich nicht beschweren, ne? So, und andocken. Bestätigt, bitte warten, wir sind zurzeit belegt. Freigabe wird erteilt, sobald etwas frei ist. Nix, bitte warten. Auf geht's, komm. Wir haben keine Zeit zu warten. Juni, was ist los? Hierüber. Was ist passiert? Nichts. Oder doch? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie damit? Ashcroft ist weg. Er war auf einem Liberty-Schlachtschiff in einer Hochsicherheitszelle von bewaffneten Wachen umgeben. Trent, da kann man nicht entkommen. Nach unserem letzten Auftrag hatte ich noch ein paar Fragen zu seiner Rheinland-Verbindung. Als ich ankam, war er weg. Wer würde ihn verlegen, ohne Ihnen Bescheid zu sagen? Er wurde nicht verlegt. Alle Protokolle seiner Verhaftung sind gelöscht worden. Sogar die Wachen wurden ausgetauscht. Sie sagen, sie hätten nie von Sean Ashcroft gehört. Was glauben Sie, geht da vor? Ich weiß es nicht. Aber das ist nicht alles. Walker. Er ist auch weg. Walker ist weg? Aber er ist Kapitän eines Marinekreuzers. Schiffskapitäne verschwinden doch nicht einfach spurlos. Ihre Schiffe auch nicht. Es wird als vermisst geführt. Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Das ist unmöglich. Um uns herum verschwinden Leute, Trent. Aber wir sind noch da. Was machen wir? Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Zuletzt war Walkers Schiff in Kalifornien stationiert. Dort muss ihn jemand gesehen haben. Da fangen wir an. Machen Sie mit? Ja, klar. Also, wir rekapitulieren. Wir sind jetzt von Kalifornien nach New York geflogen, um uns mit der Juni hier zu treffen, um uns dieses Gesabbel anzuhören, dass wir jetzt wieder zurück nach Kalifornien düsen können. Okay. Gut, also, der Walker, wir erinnern uns, ne, in der letzten Aufnahmesession, der Kollege mit diesem, mit diesem Kreuzern oder was das da war, ne, wo dann die Rheinländer angegriffen haben. Ja, also kein offizieller Einsatz, also keine Daten des LSF-Nachrichtendienstes verfügbar. Nur mein Gott, ne, für Geld machen wir vieles, $7,000, das ist, glaube ich, oder Credits, das ist bislang die größte Belohnung, die wir bekommen, aber ist in Ordnung. Wann brechen wir auf? In ein paar Minuten. Vorher habe ich drinnen noch was zu erledigen. Passen Sie auf sich auf. Behalten Sie unsere Schiffe im Auge, okay? Mr. Trent, wir müssen uns unbedingt unterhalten. Und warum? Weil wir die letzten beiden sind. Die letzten was? Überlebenden von Freihafen 7, Mr. Trent. Sie und ich, wir sind die letzten in Liberty. Alle anderen sind entweder tot oder vermisst. Moment, ich kenne Sie. Aus dem Rettungsschiff. Was ist da draußen passiert? Die haben etwas gesucht. Ich bin ein Dieb, Mr. Trent. Ich sollte in Freihafen 7 etwas abliefern, das eine bestimmte Partei dringend brauchte. Offenbar waren sie nicht allein. Sie sagen, das passierte alles nur wegen Ihnen? Nicht wegen mir, Mr. Trent. Deswegen. Das da haben sie gesucht. Und jetzt suchen sie uns. Wir müssen so weit weg von hier wie möglich. Keine Bewegung! Los, Hände hoch! Moment mal, ich kann alles erklären. Ich habe meine Befehle. Alle Artefaktschmuggler gelten als Staatsfeinde und sind sofort zu erschießen. Keine Bewegung! Ich bin Agentin der Liberty Security Force. Dieser Mann ist ein Freelancer, der im Auftrag für mich arbeitet. Aber er handelt mit illegalen Artefakten. Dann verhaften Sie ihn. Was? Das kann ich leider nicht tun. Soldat, Sie haben den Liberty Code auf die Gesetze geschworen. Sie haben keine Wahl. Wenn er verdächtig ist, nehmen Sie ihn fest. Laut Gesetz steht ihm ein fairer Prozess zu. Das war einmal. Er wollte mich töten. Was sollte das mit dem verhaften? Er hätte uns beide getötet. Wer ist das? Keine Ahnung, aber er hatte wohl recht. Liberty ist für uns nicht mehr sicher. Wir müssen verschwinden. Nein, Trent, was ist mit Walker? Wenn wir tot sind, nützen wir Walker auch nichts.
Sehen Sie diesen Mann? Der arbeitet bestimmt nicht allein. Juni, wir müssen zusammenbleiben und wir brauchen Zeit und Abstand, um das zu klären. Ich weiß einen Ort. Folgen Sie mir. Eine dramatische Wendung auf jeden Fall der Geschehnisse. Also jetzt wissen wir auch, wer der Typ war. Mit der letzte Überlebende mit uns von Freihafen 7. Und jetzt haben wir dieses komische Artefakt und Juni hat einen von den eigenen Leuten erschossen. Also jetzt glaube ich es dann langsam. Tja. Ui, jetzt gelten wir wohl als Staatsfeinde. Schaut euch das an. Negatives Ansehen bei der Liberty Marine, Liberty Police. Bei der LSF. Ich glaube, ich spinne. Oh oh. Ja, das heißt für mich jetzt, wir werden jetzt wahrscheinlich gleich ziemlich geglaubt haben, oder? Wenn jetzt die komplette Liberty, Marine, Polizei und die Security Force gegen uns ist. Also die Security Force ist, glaube ich, der Geheimdienst. Klingt spannend. Lassen wir uns überraschen. So, ja, ich glaube auch nicht, dass wir hier zurückkommen, oder? Mit dem Ansehen würden sie uns hier wahrscheinlich nicht landen lassen, auf Manhattan. So, etwas ist schief gelaufen. Wir müssen aus Liberty raus, ja. So, systemweite Suche. Um uns zu fangen. Vergütung, ihr Leben. Ja, okay. Ich glaube, ich nehme die Mission mal an. Was ist Ihr Plan? Zuerst nach Fort Bush und dann in die Badlands. Wenn die Marine die Toten auf dem Landepad findet, macht sie alle Handelsrouten dicht. Wir müssen uns beeilen. Hier Liberty Marine, stoppen Sie die Triebwerke. Wir werden Sie in Gewahrsam nehmen. Das glaube ich nicht. Rakete im Anflug. Oh oh. Ich habe einen Feind vor mir. Ja ja, oh Gott. Jetzt wird's lustig. Nach Fort Bush. Verdammt, Sie haben die Handelsroute nach Fort Bush gesperrt? Shit. Los, wir müssen sofort hier weg. Ja, wir super. Müssen nach West Point. Das ist der einzige Weg. Die Unity blockiert den Eingang. Wir sind umzingelt. Trent, hier kommen wir nicht mehr raus. Doch. Abgebrochen. Meine Panzerung wird schwächer. Kommen hier schon raus, keine Angst. Eröffne das Feuer. Meine Herren. Halt, ich wollte ja in die Kopf. Ich erfasse weitere Gegner, die von Manhattan kommen. Es sind einfach zu viele. Tut mir leid. Das heißt, Juni, tut mir hier leid. King, setzen Sie Kurs auf West Point. King! Hier Walker, wir kümmern uns um das Schlachtschiff. An alle, Feuer frei! Wiederhole, an alle, Feuer frei! Ja, sag mal, was ist denn hier jetzt los? Wir sollen nach West Point, hat er gesagt, ne? Rakete im Anflug. Code Rot! Wiederhole, Code Rot! Ihr Schlachtschiff Unity, wir werden angegriffen! Schwere Verluste! Brauchen sofort Hilfe! Alle verfügbaren Einheiten, bitte Sektor Manhattan 0101 anfliegen! Wiederhole! Bitte kommen Sie in Sektor! Oh oh. Alle Mann von Bord! Ich wiederhole, das ist ein Befehl! Alle Mann von... Gott, ich wundere mich schon, warum ich so viel Schaden kassiere. Kein Wunder, wenn hier auch noch die Militärschiffe unterwegs sind. Oh shit, ey. Hier Lambda 1 an alle Jägergruppen. Die verbliebenen Jäger abfangen. Over. Nach West Point. Die Handelsroute ist frei. Juni, Trent, verschwindet. King, Sie ebenfalls. Das wird ganz schön hart. West Point weiß, dass wir unterwegs sind. Was ist Ihr Plan? Wir müssen zu den Badlands. Dort gibt es ein Versteck für uns. Verstanden. Lambda 4 und Lambda 5 Flankenposition einnehmen. Direkten Kurs zur alten Handelsroute nach Station Ithaca setzen. Mein Gott, der King riskiert auch sein Leben, oder? Ne, weil jetzt hat er ja offen sich auf unsere Seite geschlagen. Was? Ich bin Rakete noch gar nicht draußen. Kontakt in Reichweite. Greife gleich an. Oh shit. Feindliche Jäger entdeckt. Komm schnell näher. Da kommen sie. Mehrere Geschwader Marinejäger. Wir geben ihnen Deckung. Verstanden. Schnell, Trent. Wir müssen zu den Badlands. Sie übernehmen die Spitze. Lambda 4 wurde abgeschossen. Rasch.
Geschafft. Die Badlands verbergen uns vor ihren Scannern. Die Marine wird uns wohl nicht hierher folgen. Lambda 5 wurde zerstört. Wir müssen hier weg, sofort.